Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Mit etwas Verspätung gibt es heute das traditionelle Jahresrückblicksvideo Top 10, die erfolgreichsten Deutschrap-Alben des Jahres. Und wir steigen direkt ein mit Platz 10. 257ers Mikrokosmos. Nachdem das Trio durch den Weggang von Keule zum Duo geschrumpft ist, veröffentlichten die 257ers im Juli ihr zweites Nummer 1 Album in Folge, was in der ersten Woche über 20.000 Mal verkauft wurde. Die beiden mit Gold ausgezeichneten Singles Holz und Holland sorgten dafür, dass sich das Album so gut verkauft, dass es seit 25 Wochen in den deutschen Charts vertreten ist. Platz 9, CEO 0,9. Der BWL-Student Sio konnte sich mit seinem zweiten Album 0,9 im Januar letzten Jahres erstmals die Pole Position der deutschen Charts sichern. Die Promophase war geprägt von sehr starken Musikvideos, allen voran natürlich das von Xatar inszenierte Video zu 0,9. Der damit verbundene Hype sorgte für sehr starke 35.000 verkaufte Exemplare in der ersten Woche, absoluter Rekord im Hause Alles oder Nix Records. Was ich von dem Album halte, erfahrt ihr übrigens in meiner dazugehörigen Review, Link dazu in der Videobeschreibung. Platz 8, Contra K, Labyrinth. Auch für den Berliner Contra K war 2016 das bis jetzt erfolgreichste Jahr. Mit seinem dritten Album Labyrinth hat auch er es erstmals auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. Das Album verkaufte sich allein in der ersten Woche rund 40.000 Mal und konnte sich ganze 19 Wochen in den Albumcharts halten. Ich bin großer Fan der Platte und halte Contra K für einen sehr bodenständigen und bescheidenen Musiker, dem ich diesen Erfolg definitiv gönne. Platz 7, Farid Bang Blut. Farid Bang hat für mich in 2016 einen großen Sprung nach vorne gemacht, auch wenn hier in erster Linie nicht die Verkaufszahlen gemeint sind. Sein Entschluss, mit Blut ein etwas erwachseneres Album zu machen, was eher Fokus auf die Musik legt als auf knüppelharte Disses, war sehr erfrischend und mutig. Wer meine detaillierte Meinung zum Album hören will, findet den Link zu meiner Review in der Videobeschreibung. Der Lohn waren über 40.000 verkaufte Alben in der ersten Woche und Platz 2 in den Charts. In zahlreichen anderen Wochen wäre Farid auf der 1 gechartet, er hat jedoch leider das Verkaufsbattle gegen die 187 Straßenbande verloren. Das Battle lief übrigens ganz im Zeichen von Blut sehr gesittet und sportlich ab. Kleinere humorvolle Sticheleien gab es zwar von Seiten der 187 Straßenbande, aber darauf folgten dann auch nette Gesten wie zum Beispiel Geburtstagsglückwünsche. Das Ganze war fast schon herzerwärmend und definitiv sehr niedlich anzusehen. Farids nächstes Projekt dürfte dann definitiv im krassen Kontrast dazu stehen. Platz 6, KC Rebel, Abstand. Der momentan kommerziell erfolgreichste Banger ist KC Rebel, der am 25. November mit Abstand sein drittes Nummer 1 Album in Folge releaste. Trotz des Brutalo-Titels führt das Album das Erfolgsrezept von Fata Morgana konsequent fort und bietet einen gelungenen Mix aus seichten Pop-Nummern und straighten Hip-Hop-Tracks. Übrigens hat KC es geschafft, in knapp einem Monat mehr Einheiten von seinem Album Abstand zu verkaufen als Label-Boss Farid Bang in einem halben Jahr von seinem Album Blut. Die mir leider nicht so gefallene Top 20 Single iPhone 17 wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass hier langfristig die zweite goldene Platte für KC ins Haus flattert. Auch wenn da aktuell noch knapp 30.000 Einheiten zufehlen. Platz 5, Jizzes und Bones MC, High und Hungrig 2. Wie schon bei Farids Platzierung angesprochen, haben Jizzes und Bones mit High und Hungrig 2 die erste Nummer 1 für die 187 Straßenbande geholt. Nach 26 Wochen befindet sich das Album immer noch in den Charts und es hat sich inzwischen über 100.000 Mal verkauft. Damit ist es auch das erste 187 Album, was Goldstatus erreicht hat, aber definitiv nicht das letzte. Platz 4, Shindy, Dreams. Gold gab es auch für Shindys drittes Album Dreams. Nach Fuck Bitches Get Money und Classic ist Dreams die dritte Veröffentlichung in Folge, mit der Shindy die begehrte Trophäe einsacken konnte. Überschattet wurde dieser Erfolg durch den Unmut vieler Fans über den billigen Rucksack, der in der Box beigelegt wurde. Alles dazu sowie eine detaillierte Albumanalyse findet ihr ebenfalls im Link zu meiner Album-Review in der Videobeschreibung. Platz 3, Kollege Imperator. Beim ersten Release auf seinem eigenen Label Alpha Music schien der Boss endgültig die Erfolgsfans von den echten Fans trennen zu wollen. Seine Promophase verzichtete auf den üblichen Interview-Marathon, der meist darin gipfelt, sich in einem Selbstdarstellungsvideo von Roos zum Statisten degradieren zu lassen. Und auch bei den Videoauskopplungen schien Kollega bewusst auf die sperrigsten und Single-untauglichsten Tracks zu setzen.
Mit dem Hoodtape Volume 2 als Boxzugabe und der sehr respektablen Palästina-Aktion hat Kolle dann noch zwei Geniestreiche aus dem Ärmel geschüttet, die dem Album dann zu Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz verhalfen. Und zum dritten Mal in Folge schaffte es, ein Kollege-Album in der ersten Woche direkt Goldstatus zu erreichen. Man kann ihn lieben oder hassen, aber konstant so monumentale Verkaufszahlen einzufahren, schafften bisher nur Sido oder Bushido. Außerdem charteten 17 der 18 Songs auf Imperator in den deutschen Top 100 Singlecharts, wodurch sich Kollega offiziell selbst zum Künstler mit den meisten Charteinstiegen aller Zeiten in Deutschland kürte. Also wirklich genreübergreifend, keine Helene Fischer, kein Peter Maffay und kein Modern Talking kommt daran. Unglaublich, dass bei so einem Impact viele möchtegern Musikexperten Deutschrap immer noch belächeln. Platz 2, Beginner, Advanced Chemistry. Den Masterplan für ein marketingtechnisch geniales Comeback tüftelten die Beginner im Sommer des vergangenen Jahres aus. Nimm dir das beliebteste Mitglied der aktuell am meisten gehypten Rap-Crew für die jungen Fans, einen alteingesessenen Kollegen aus deiner Hochzeit für die alte Fangarde und vereine die beiden auf einem möglichst epochalen Beat, der dann das Grundgerüst für deine erste Single darstellt. So geschehen mit Anma, ein Song, der eingeschlagen ist wie eine Bombe und mit Sicherheit zum großen Teil dafür verantwortlich ist, dass das neue Beginner-Album in der ersten Woche knapp 80.000 Mal über den Ladentisch ging. Die Macht der Lead-Single wurde hier eindrucksvoll demonstriert. Anma war übrigens der erste Top-10-Hit der Beginner und hat inzwischen Goldstatus erreicht. Selbst Liebeslied schaffte es 1998 nur auf Platz 11. Auch Advanced Chemistry besitzt schon seit Monaten Goldstatus und nach 13 Jahren Pause so ein erfolgreiches Comeback über die Bühne zu bringen, schaffen wahrlich nur die wenigsten. Platz 1, Bones MC und Raf Camora, Palmen aus Plastik. Es wird wohl kaum einen überraschen, dass Palmen aus Plastik das kommerziell erfolgreichste Deutschrap-Album 2016 war. An der 187 Straßenbande führte in diesem Jahr einfach nix vorbei. Eine kontinuierlich meisterliche Labelarbeit ließ den Hype der Jungs über die letzten zwei Jahre ins Unermessliche steigen. Und 2016 platzte dann der Knoten endgültig mit Palmen aus Plastik. Schon als die gleichnamige Single released wurde, merkte man einfach, dass hier etwas ganz Großes anrollt. Der Sound von Raf und Bones ergänzt sich einfach göttlich. Da haben sich wirklich zwei gesucht und gefunden. Das Ding ist dann im September mit großem Vorsprung auf Platz 1 gechartet und auch alle 15 Songs des Albums konnten sich in den Top 100 der deutschen Singlecharts platzieren. Ganz vorne dabei natürlich die beiden mit Gold ausgezeichneten Top 10 Hits, Palm aus Plastik und Ohne mein Team, die beide mittlerweile jeweils 40 Millionen Klicks auf YouTube verzeichnen können. Auch das Album ist inzwischen weit über die Goldstatusmarke hinausgeschossen und befindet sich auch in der 20. Verkaufswoche immer noch in den Top 20. Ein Ende des Hypes ist nicht in Sicht und auch wenn es nicht in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, halte ich selbst den Platin-Status für Palm aus Plastik nicht für ausgeschlossen. Auch wenn das Jahr 2016 vor allem im Zeichen der 187 Straßenbande stand, kann man definitiv sagen, dass das Jahr auch für Deutschrap im Allgemeinen ein sehr erfolgreiches war. Die Hälfte der hier genannten Alben konnte Goldstatus einfahren, Casey ist auf dem besten Weg dahin. Dazu gab es Gold für Genetik und Alligator, die aber schon 2015 released hatten und deshalb hier nicht mit aufgelistet sind. Des Weiteren gab es eine Vielzahl von Deutschrap-Alben, die es zwar nicht in die Top 10 der Jahrescharts geschafft hatten, aber trotzdem auf Platz 1 gechartet sind. Da hätten wir zum Beispiel Azads großes Comeback mit Leben 2 oder auch Flair mit seinem Opus Magnum Vibe. Der Deutschrap-Zug rast weiter unaufhaltsam durch die Musikindustrie und scheint nicht zu stoppen zu sein. Die Top 10 2015 und 2014 habe ich euch übrigens ebenfalls in die Beschreibung gepackt. Das war's von mir für heute, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.